Hallo, sicherlich kennen die meisten von Ihnen die Hypnose aus Unterhaltungsshows, in denen ein Hypnotiseur sein Publikum mental beeinflusst. Das hat allerdings nichts mit der therapeutischen Hypnose gemein. In dieser Form der Hypnose bleibt der Patient während der gesamten Sitzung wach und entscheidet selbst, welche seiner unbewussten Themen er bearbeiten möchte. Man kann die Hypnose einsetzen, zum Beispiel im körpertherapeutischen Bereich, bei Schmerz oder bei Verletzungen. Und genauso setze ich die Hypnose auch im psychotherapeutischen Bereich an, bei seelischen Belastungen, bei Nikotinmissbrauch oder sonstigen Themen, die jemand für sich bearbeitet wissen möchte. Während einer hypnotherapeutischen Sitzung führt der Therapeut den Klienten in einen tiefen, entspannten Zustand. Dadurch kann er einen Zugang zu dessen unbewussten Prozessen finden und gezielt die Aufmerksamkeit auf diese Themen legen, sowie Lösungsmöglichkeiten für die Probleme des Klienten anregen. Der wichtigste Vorteil der Hypnose ist, dass man sich fallen lassen kann. Als Klient, wenn man gut mit dem Therapeuten zusammenarbeitet, sind Zeit, Raum und Logik völlig außen vor. Und man kann auf die Suche gehen nach inneren Lösungen. In der Regel ist es so, dass die Häufigkeit der Sitzung natürlich vom Thema abhängt. Und wenn ich der Meinung bin, dass es ein Thema ist, was wir mit Hypnotherapie lösen können, werde ich das meinem Klienten vorschlagen. Und dann sind in der Regel 1 bis 3 Sitzungen zumeist ausreichend. In Deutschland wurde die Hypnotherapie vom Wissenschaftlichen Beirat für Psychotherapie im Jahr 2006 als wissenschaftliche Psychotherapiemethode im Sinne des § 11 des Psychotherapeutengesetzes für Erwachsene in verschiedenen Anwendungsbereichen anerkannt. Inwieweit eine Anwendung für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen den Einsatz von hypnotherapeutischen Arbeiten vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem fachkundigen Therapeuten.